voll, in die Presse. Voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode voll in die Presse. Während der Sommer hier noch Müsli-Riegel frisst, sind wir alle anderen schon richtig professionell am Start und wollen loslegen. Haben jetzt keinen Bock mehr auf den Kerl da drüben zu warten, der eh gleich wieder saugen muss oder sonstige Schweinereien veranstaltet. Also Jungs, herzlich willkommen. Neue Ausgabe, neues Glück. Ich glaube, die Runde ist bekannt. Links der Prollo, rechts der Sommer, in der Mitte der Beef. Was? Zusammen. Korrekt. Hallöchen. Dem Ben Cartwright. Herzlich willkommen. Was haben wir denn heute im Angebot? Sollen wir direkt mal einsteigen? Hier nicht so viel Verzell am Anfang. Vielleicht so eine richtig schöne Schweinerei zum Anfang. Da kann ich direkt mal mit Onanieren anfangen. Also wunderbar. Nee, die Jugendorganisation der AfD, die heißt JA. Und da gibt es den Thomas Deutscher. Ich weiß nicht, ob jetzt Nomen ist, Omen ist. Aber auf jeden Fall, der ist stellvertretender JA-Vorsitzender in Bayern. Und auch im AfD-Stadtrat, und der hat sich jetzt auch auf seinem Facebook-Profil darüber ausgelassen, dass es wohl sinnvoll ist, sich nicht selbst zu befriedigen. Und genau, das ist also generell, sollte das eingestellt werden, das ist jetzt schon ein Zitat, da die Onanie einen der schöpferischen Energie vieler Nährstoffe und männlichen Kraft beraubt. Genau, das ist zurückzuführen. Möglicherweise hat er keine ganz aktuelle Lektüre, sondern so vor ungefähr 200 Jahren wurde schon darauf hingewiesen, dass bei der Onanie die Glieder abmagern und sie... Also alle. Alle Glieder. Bis auf eins. Genau, abmagern, gleichsam austrocknen und dann wird es dann richtig doof. Ja, genau, austrocknen, dann wird es richtig doof. Dann folgt Diarrhoe, Schwindsucht, Blutspucken und Lungenfäule. Das ist wissenschaftlich in den letzten 200 Jahren einerseits belegt worden, andererseits denke ich auch von den dazwischenliegenden Generationen junger Menschen auch widerlegt worden, dass es eben nicht so ist, weil sonst würden, glaube ich, die allermeisten mit Lungenfäule rumlaufen. Und auch so diese sonstigen, hier wird noch so schön zitiert, Onanieren macht blind oder nach 1000 Schuss ist Schluss. Auch das stimmt, ist das alles widerlegt. Ja. Also rein wissenschaftlich fußt es nicht auf jetzt, wie soll ich sagen, die Aussage von dem Herrn Deutscher fußt jetzt nicht nur auf wissenschaftlichen Belegen irgendwie. Und das finde ich ganz schön erschreckend. Ich meine, das ist, nochmal, das ist jetzt nicht irgendein Altvorderer der AfD, der jetzt irgendwie 79 ist und da möglicherweise sich nur noch an die ganz lange zurückliegenden Dinge erinnert in seinem Leben, sondern das ist ein, ich glaube, 24 Jahre alter Nachwuchs Politiker, ich sage es jetzt trotzdem mal, und das ist schon erstaunlich, was da so für Ansätze sind. Ja, vielleicht ist das auch Ausdruck von einem medizinischen Problem, das er hat, ich weiß nicht, aber ja, hört sich ein bisschen komisch an. Eine Art innerer Druck, ne? Hat sich selbst ich weiß es nicht. Ausgelutscht. Ja. Ist es nicht sogar so, ich habe mal, jetzt muss ich hier mal genau von der gegenteiligen Seite kommen, ist es nicht sogar so, dass es irgendwelche Vermutungen gibt, dass es Krebs fördert, wenn ich es nicht tue oder enthaltsam bin über eine längere Zeit, über einen sehr langen Zeitraum? Das kann ich nicht beantworten. Ich bin eher nur so sonst irgendwie, glaube ich, die Theorie, dass wie bei vielen anderen Dingen auch Übung den Meister macht. Also das ist, glaube ich, eher in die Richtung vielleicht zu denken. Was noch sehr nicht schön, sondern ein bisschen bizarr oder einfach auch wirklich ins Bild passt, man hätte es sich ja nicht schöner malen können, ist, dass ja zum Beispiel auch hier von dem Herrn Deutscher auch nur Männer angesprochen werden. Also bei Frauen, also entweder unterstellt er ihnen, da wird nicht onaniert, oder aber es ist für ihn sowieso völlig egal, weil es geht ja nur um die Männer. Also das ist eine erschreckende Weltsicht. Also ich habe mal gehört, wenn man zu wenig Sex hat, dann wird das Ding kleiner. Und vielleicht hat er da irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe, will, dass von allen anderen Männern die Dinger kleiner werden, damit seiner größer wird. Das könnte so ein Ansatz, ein Erklärungsansatz sein. Relationssatz. Ja, also ich glaube, vielleicht ist es auch nicht zu erklären. Es ist einfach nur bekloppt. Ja, aber wäre schon interessant, jetzt mal so einen psychologischen Ansatz dafür zu hören. Das wäre toll. Ja, aber das geht ja gar nicht. Also es geht ja recht weit zurück, so ein Denke. Du hast ja gerade gesagt, 200 Jahre, naja, das ist eine alte Theorie. Und ganz so alt ist das, was ich hier mitgebracht habe, nicht. Aber der Mensch, der dahinter steht, der hat auch gleich was erfunden, ein Nahrungsmittel, das ihr alle kennt, wo man sich da quasi, wenn man dieser Theorie anhängt, helfen kann. Was glaubt ihr denn?
ich helfe euch noch weiter. Das ist ein Frühstücksnahrungsmittel, was das sein könnte. Ayran. Da ist deine Joghurtschlotze, genau. Die Joghurtschlotze ist es nicht. Aber und man könnte das damit zusammen essen. Okay, und überleg mal. Und es soll fruchtbar machen, oder was? Nein, es soll dich abstinent machen. Es soll also der Erfinder, so, der weltberühmt ist, also eigentlich hat sein Bruder es ganz groß rausgebracht, aber der ursprüngliche Erfinder trägt denselben Nachnamen und hat dieses Nahrungsmittel nur erfunden, also um die Menschen in seinem Sanatorium, das war ein Arzt, der hat in Battle Creek, Michigan, ein Sanatorium gegründet für Leute, die dann der hat dann ein bestimmtes Nahrungsmittel erfunden, um die Leute satt zu machen und unter anderem abstinent. Ich glaube, das waren das die Cornflakes und mit dem Herrn Kellogg quasi. Richtig. Und zwar heute, 7. März, wir nehmen ja immer ein paar Tage vorher auf, 1897 hat er zum ersten Mal in seinem Sanatorium in Battle Creek, Michigan, seinen Patienten diese Cornflakes serviert, die damals noch aus Weizen gemacht wurden. Inzwischen ist das ja Mais. Und er war Arzt, wie gesagt, und ein sogenannter Adventist. Also es ist irgendeine Glaubensrichtung. Und die glauben eben an die komplette Abstinenz offensichtlich. Kein Zucker, kein Rauchen, kein Alkohol und auch kein Sex. Und so heißt auch dieser Artikel, Cornflakes, das ultimative Mittel gegen den Sex in der Welt von heute. Und das hätte ich nicht gedacht, dass die leckeren Cornflakes, die, glaube ich, wirklich jeder kennt und viele Leute mögen, eigentlich dich ungeil machen sollen. Ja, aber jetzt fällt mir mal auf, jetzt verstehe ich, wieso ich das Zeug nie gemocht habe. Also Cornflakes waren nie was für mich. Ja, komisch. Hast du Glück gehabt oder das ist irgendwie eine höhere Fügung bei dir? Der selber hat, wie gesagt, da auch nur Salz und sowas rein, also ein bisschen Salz reingemacht, Weizen. Und sein Bruder, das war dann so ein Marketing-Genie, der hat dann gemerkt, okay, die Leute, die mögen das sogar richtig. Und hat es dann durch den Zusatz von Zucker auch richtig populär gemacht. Und hat dann so clevererweise, muss man sich mal vorstellen, Anfang des 19. Jahrhunderts schon Zeitungsartikel geschaltet, wo er dann gesagt hat, sorry, ist alles ausverkauft und dadurch ist der Hype erst richtig losgegangen. Da wollten noch mehr Leute das haben. Die beiden haben sich allerdings dann zerstritten darüber, weil für den Bruder, den John Harvey, den Erfinder, den Arzt, war das natürlich Vergiftung. Also alles, was zur Selbstvergiftung dient in seinen Augen, dem hat er abgeschworen. Darum ging es auch in diesem Sanatorium. Und wie gesagt, Ernährung war wichtig, Sport, Einläufe, das hat rein vegetarisch dort gelebt und auch sehr berühmte Kunden gehabt. Also hier wird gezeigt, Sarah Bernhardt, die ist ja eine bekannte Schauspielerin gewesen, dann Henry Ford, auch George Bernard Shaw ist in diesem Sanatorium gewesen und die haben dann sehr streng vegetarisch und natürlich Sex und Alkohol und überhaupt freudlos gelebt, um ein möglichst langes Leben zu haben. Der Bruder hat das dann ein bisschen verraten, hat Zucker dazu gepackt 1906 und hat Will Keith Kellogg dann die Firma, die Brüder noch gemeinsam gegründet hatten, dann landesweit quasi zu neuen Höhen gebracht. Und dann wollten es eben ganz, ganz viele Leute haben und dann hat es den Lauf genommen, den es nahm. Also, wo du das Stichwort Zucker jetzt mehrfach genannt hast, also ich habe im Kopf, dass das Zeug, so wie wir es heute im Laden finden, echt alles andere als gesund ist. Also das ist, glaube ich, eher schon Süßigkeiten zum Frühstück. Genau. Also das ist auch, da gibt es auch eine große Kritik hier, die hier auch irgendwo zum Ausdruck kommt. Habe ich mir jetzt gespart. Wie gesagt, ursprünglich waren sie aus Weizen gemacht, dann später hat man es zu Mais gewechselt. Eine Kritik ist, dass sie halt gar nicht satt machen. Ne? Also genau. Das, was ursprünglich gedacht war, die Leute sind satt und zufrieden und haben dann keinen Bock mehr auf Alkohol und Popperei. Das ist halt, wenn du heute die Cornflakes isst, wahrscheinlich nicht mehr so. Also du kannst es eigentlich essen, Sammer, falls du da Schlimmeres befürchtest. Es ist vielleicht nicht ganz so schlimm, aber wenn du es weiter nicht essen solltest, ist das auch keine gute Idee. Und da muss ich einmal ganz kurz switchen, weil das ist ja immer so, da sind ja ein Artikel verlinkt. Und der zweite, der ist fast noch geiler, den hätte ich aber ohne den ersten nicht bringen können. Der wurde dann im Kontext bei der Welt unten gezeigt, ist von 2016, 15.03., also auch ziemlich genau 5 Jahre her. Kelloggs Mitarbeiter pinkelt auf Laufband. Da hat wohl einer in der Kelloggs-Fabrik irgendwo, das steht hier auch,
aufs Laufband gepinkelt und das ins Internet gestellt und dann auch in die Herstellung sozusagen gestrullt. Und Kellogg's hat das dann hier in diesem Artikel bestätigt, dass es leider geil war, also geil nicht, aber eklig. Und die mussten das dann zugeben, haben es aber nicht, glaube ich, hier noch nicht rausfinden können, wer es war, nur wo es war, in Memphis, Tennessee. Und die Produktion von Rice Krispies war vor allem betroffen. Also Cornflakes sind dann wohl nicht bepinkelt worden. Also was es alles gibt rund um so eine Frühstücksnahrung. Ja, was ich ja an den Dingern immer, also weshalb ich sie nicht gegessen habe, blöd fand, du schüttest dir da so eine Schüssel voll und da ist dann irgendwie 90% Luft drin erstmal, weil die Dinger ja so viel Platz wegnehmen. Dann machst du dir da die Milch rein und hast dementsprechend, wenn es ist, wenig gegessen und wenn es nicht schnell genug ist, dann sind die so labbrig, dass es irgendwie nur noch eklig ist. Also nicht mein Ding. Ja, das ist ja in der Natur der Sache. Also wenn das abtönen soll, dann müssen die ja ihre Steifheit verlieren. Sonst macht es ja keinen Sinn. Ja. Ja, okay. Das ist ja auch dann echt was. Also ich kann das nochmal, weil das ist auch hier in dem einen Artikel, den ich vorhin schon hatte. Es gibt ja dann auch eine sogenannte No-Fab-Bewegung. Also die Zitat, also die Taz hat das mit Nicht-Wichser übersetzt. die in so einer Art hippen Selbstoptimierung quasi enthaltsam leben. Das ist ja irgendwie auch dann ganz erstaunlich. Naja. Seidebacher Müsli, lecker, lecker, lecker. Ja, Müsli ist ja was anderes. Wenn ja, da reicht sagen, schon die Werbung, mit der Bock mehr zu haben. Das ist, dann hört die Werbung ab. Oh. Man darf ja nicht einzelnen Personen was unterstellen, aber er weiß, was er da in seinem Keller macht, außer Werbung aufzeichnen. Ja. Habt ihr euch eigentlich schon mal testen lassen auf Corona? Frage wollte ich mal gerade sagen. Ja. Ich glaub, der gute Beef kann das am besten beantworten. Ja, ich hatte vor 2 Stunden tatsächlich so ein Stäbchen in der Nase. Ach, und genau. Im Testzentrum? Ja, im Testcontainer beim Krankenhaus, weil ich meine Mutter im Krankenhaus besucht habe und da nur ins Krankenhaus darf im Moment, wer direkt aktuell einen negativen Schnelltest hat. So negativ ist ja das neue Positiv. Und genau, der war jetzt bei mir negativ und es war auch tatsächlich unangenehm. Ich sag jetzt mal, das war jetzt auch nicht schlimm, aber es ist halt, sie bohren schon wirklich tief. Ja, was war denn so unangenehm? Weil ich wollte mal fragen, musstest du denn auch dann lautstark in dein Handy furzen? Also haben sie jetzt so nicht abverlangt? Das ist doch nur bei uns im Bus so. Nein, ich frage nur deswegen, weil hier im Corona-Zentrum, Testzentrum in Sachsen, genau genommen Annaberg-Buchholz, es gibt da so Anleitungen, wenn du da hingehst und dich testen lässt. Die werden da schriftlich ausgelegt. Und da stand bei Punkt 6, bitte furzen Sie lautstark in Ihr Handy. Und das kam jetzt nach dem Punkt, wählen Sie Ergebnis anzeigen. Also hätte ja sein können, dass das hier in Bonn genauso ist. Aber ich glaube, du bist da ein Missverständnis aufgesessen bei deinem letzten Test. Ja. Nein, das war gar nicht mein Test. Das habe ich hier gefunden im Express vom 23. Februar. Und diesen Spaß hat sich da wohl ein Mitarbeiter des Testzentrums erlaubt, der einfach die Zettel, die alten, also die Originalen eingesammelt hat und die abgeschrieben, ergänzt hat, um eben diesen Punkt 7 dann da wieder ausgeteilt hat. Und jetzt kann man sich überlegen, findet man das lustig? Wir haben drüber gelacht oder findet man es nicht lustig? Also Christian Scholz, der geschäftsführende Gesellschafter am Diagnostikum, von dem die originalen Anleitungszettel stammten, der fand das überhaupt nicht witzig. Der sagte, diese Zettel stammen nicht von uns, die richtigen Anleitungsbögen kommen von uns, aber sie wurden von einem Mitarbeiter des Testzentrums ausgetauscht. Wir finden das aber gar nicht lustig. Hier geht es um ein ernstes Thema. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Man darf auch ruhig mal eigentlich viel zu ernsten und bescheuerten und langweiligen Pandemiezeit auch sich ruhig mal einen Witz erlauben. Absolut, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Nee, also das ist richtig. Irgendwie, ich finde das eigentlich ganz witzig. Also wie gesagt, eine spannende Frage wäre, ob man noch einen Bezug auf die Corona-Warn-App gezogen hätte, dass die dann irgendwie noch losgeht oder sowas, aber sei es drum, wenn jemand neben dir pupst. Nein, aber... Also angeblich hier laut Express sind sogar Anwälte und Polizei eingeschaltet. Also ich finde es vollkommen übertrieben. Ich glaube nicht, dass da irgendein Mensch sich tatsächlich... Aber das ist doch total, total ernsthaft. Ich meine, der Giuliani hat so seine Sekretärin angesteckt. Ja gut. Dann muss man das doch untersuchen. Ist doch ein nachgewiesener Übertragungsweg. Das ist doch schon gefährlich.
Gefährlich. Traumhaft. Ja. Roch es denn in dem Zentrum strenger, als die Zettel ausgeteilt wurden? Ich gehe mal davon aus. Also wahrscheinlich hat das Zulauf gefunden. Die Leute haben gefragt, wo hier die Toilette ist. Ja, das Problem ist natürlich, kann natürlich auch in die Hose gehen, ne, wenn es nicht so klappt. Ja, und dann ist das Handy ruiniert. Ja. Der zahlt einem das. Das ist dann auch noch schwierig. Ey, ich höre da immer leise jemanden sprechen. Der Prollo, ist der auch dabei? Hä? Was? 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 Der versucht gerade noch einen Pups in sein Testgerät zu drücken. Ja, ich blätter gerade in meinen Unterlagen. Ich habe schon ordentlich viel mich hier aufgewärmt im Fahrzeug. Und ja, so ein einzelner Mitarbeiter ist schuld, ja, für die Gesamtmisere. Da hätte ich nämlich auch eine Kleinigkeit. Ich bin ja auch hier in meiner langen Reihe des guten Verbraucherschutzes. Hatte ich ja vor längerer Zeit auch schon mal eine kleine Passwort-Challenge. Also wie ist euer Passwort, wenn es nicht gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6 lautet? Und es gab ja vor kurzem eine Kleinigkeit. Die Firma SolarWinds ist ja quasi so von russischen Hackern gehackt worden, dass irgendwie quasi tausende Kunden gleich mitgehackt wurden. Ja, ein größerer Fall, den man durch simples Googlen wahrscheinlich nochmal präsent bekommt. Und in diesem ganzen Dickicht gab es auch etliche Anhörungen. Aus einer möchte ich hier ein bisschen was berichten. Und unter vielem anderem, also die Probleme waren möglicherweise zahlreich, aber unter anderem ist nämlich auch der Praktikant schuld gewesen. Ja, wer sonst? Da saß nämlich tatsächlich bei einer Anhörung in Washington die Top-Manager da und beschuldigten den Praktikanten für das Passwort auf einem Upload-Server SolarWinds 123. Ja, also wir lernen, es ist immer der Praktikant schuld und da konnte man nichts machen, ist ein Softwareproblem. Und, was macht denn SolarWinds eigentlich? Die verkaufen Sachen, die andere, ich sag, das ist ja jetzt, wie erkläre ich euch das? Ja, es muss ja so Sendung mit der Maus mäßig, will man ja nicht zu weit gehen, aber die letztendlich haben die Zeug, was andere bei sich, ich muss mal kurz räuspern, der trockene Husten nimmt mich heute so mit. Ja, wir müssen mal das Bier aufmachen. Ja, ich meine allerdings auch. Na jedenfalls, die haben halt Softwarezeug, was viele bei sich installiert haben und haben dann dummerweise sich hacken lassen, sodass unter anderem der Update-Server für die Software einfach kompromittiert wurde und die Hacker dort ihr Zeug abgelegt haben, sodass dann beim nächsten Update sämtliche Kunden damit bedient wurden, mehr oder weniger. Ja, das ist so die kurze Variante. Und generell, weil da auch reichlich US-Behörden gleich mitgehackt worden waren in diesem Zuge, hat das halt recht große Wellen geschlagen. Ja, und dann kommt man halt schon mal in Verlegenheit. Ja, also warum jetzt ob dieses Passwort, was da in Frage steht, jemals eine größere Rolle bei der Hackerei gespielt hatte, weiß man nicht. Aber es zeigt natürlich, dass Sicherheit noch groß geschrieben wird. Ja. Ich finde, also zwei Sachen wichtig. Erstens, das mit dem Praktikanten, da möchte ich gerade zwei Worte zu verlieren. Und das andere, was der Ben gesagt hat, mit dem Trinken. Also vielleicht, ich mache einen Vorschlag. Ihr packt was zu trinken aus und ich erzähle gerade, was mir noch zum Thema Praktikant einfällt. Dann fange ich mal mit was Lockerem an. Ich habe diesmal eine kleine Getränkeauswahl mitgebracht. Ihr dürft euch jeweils eins davon aussuchen. Ikea-Bier. So, wir haben ja Ikea-Bier und der Wortwitz ist noch nicht alt genug. Ein schönes Corona. Sag mal, was möchtest du von beiden? Ist mir wurscht. Gib mir, was da ist. Du kriegst ein Corona. Was möchtest du hier? Ich probiere mal Ikea dann. Ich habe das noch nie getrunken. Pass auf, zum Thema Praktikant stelle ich euch jetzt mal eine Frage. Stellt euch vor, ihr kriegt vom Praktikant per WhatsApp ein Foto von einem Schlüsselbund zugeschickt. Daraufhin wird der Praktikant entlassen. Wo hat der Praktikant gearbeitet? Schlüsseldienst? Schließgesellschaft. Was war das, Prollo? Im Knast. In der Wach- und Schließgesellschaft. Jawohl, ja. Richtig. Richtig. Das ist nämlich tatsächlich passiert. Ich habe die Geschichte nicht mitgenommen. Aber weil der Prollo hier so vom Praktikanten vom Leder gelassen hat, wollte ich mal die Geschichte kurz erzählen, dass der Praktikant wirklich immer schuld ist. Der hat den Schlüssel, womit eben die ganzen über 600 Häftlinge eingeschlossen sind, der wirklich wohl auf jede Tür passt. Den hat er fotografiert und an Kumpels verschickt.
Und das hat mal eben Kosten von 50.000 Euro verursacht, weil die komplette Schließanlage umgestellt werden musste. Der Praktikant ist also nicht nur gefeuert worden, sondern er hat jetzt auch richtig, richtig Schulden an der Backe. Ja, da gibt's, das ist doch über die Hausrat. Nee, was war's? Die Schlüssel, es gibt doch eine Schlüssel, ne? Extra Schlüsselversicherung. Ja, meine ich auch. Aber wahrscheinlich nicht für Doofheit. So genau. Zum Wohle. Ja, Wohlsein, Wohlsein. Öl, Lüs, ja, Prost. Lager. Ja. Schmeckt das denn jetzt nach E-Möbeln? Das schmeckt nach wahrscheinlich nach Sägespäne. Das habe ich noch nie gesehen hier. IKEA-Bier, wie geil ist das denn? So relativ schlichtes Design, wie alles bei IKEA, steht einfach nur. Ist das nicht Comic Sans sogar? Die Comic Sans Schrift. Wer weiß. Ja, das ist diese typische IKEA-Schrift, ne? Ja. Ja. Na, herrlich. Machen wir auch ein Foto von. Ich habe ja jetzt hier, der Sammer hat ja jetzt auch ein Corona da draußen, ne? Mhm. Ne? Wo hast du das denn noch aufgetrieben? IKEA hat noch gar nicht geöffnet. Das ist ja auch schon so alt. Also ich dachte, Click and Collect. Nee. Genau, ich bestelle mir mein Bier im IKEA-Versand. Da kommt dann so ein Spediteur an. 2020, 1.7. oder so. Nee, das ist das Produktionsdatum. Ich habe es tatsächlich vor Weihnachten gekauft, als man noch konnte. Das wäre doch echt mal geil, per Click and Collect bei IKEA einfach nur eine Kiste IKEA-Bier. Oder so einen schönen Hotdog, ja. Es gibt ja Leute, die gehen nur wegen dem Hotdog zu IKEA. Ich habe das am Mittwoch gemacht und habe per Click and Collect Sachen da bestellt und abgeholt. Und da zahlst du ja 10 Euro extra und dann könntest du noch behaupten, das ist dein Beitrag. Ich habe jetzt den Artikel nicht, also das ist keine Überleitung zum Artikel, aber Bier wird ja immer günstiger. Verramschen ja gerade Bier, das könnten wir ja eigentlich auch mal ganz groß thematisieren. Und dass man dann sagt, das ist unser Beitrag. Du kaufst dir eine Kiste Bier beim IKEA, Click und Collect für 10 Euro plus dann nochmal 10 Euro Click und Collect Gebühren, weil du dann die Bierbrauer unterstützen aber willst. Aber nur eine Flasche. Ja, nur eine Flasche. Wobei ich fürchte, dann ist es wahrscheinlich besser, man kauft Bier so, weil jetzt IKEA dann auch noch da das hinterher zu werfen. Ich weiß nicht, was bei den Brauern ankommt. Vielleicht sollte man sich für zu Hause einfach eine richtige Zapfanlage gönnen. Ja, Fassbier sollte ja mittlerweile günstig sein. Oder eine Kneipe eröffnen. Privatkneipe. Jeweils nur ein Haushalt. Ja, genau. Das ist tatsächlich in Schweden hergestellt worden. Ja, natürlich. In Malmö. Das ist ja das Witzige, dass tatsächlich das Bier immerhin aus Schweden kommt. Der Rest von IKEA-Sachen kommt ja aus aller Herren Länder. Ja. Ich hatte jetzt, wir haben auch monatelang jetzt auf irgendeine Bestellung von so Hochstühlen gewartet, die ist offenbar, die wohl knapp geworden sind. Und dann bekam ich ein Paket hergestellt in, ich glaube, China. Die Gesellschaft war aus Chile oder umgekehrt, dann ist das von meinem schwedischen Möbelhaus dann an mich nach Hause geschickt worden. Ja, dann, also ja, das ist ganz. Kennt ihr diese kleinen Gläser, diese IKEA-Standardgläser, Pokal heißen die? Sind, glaube ich, sechseckig oder so, so ein Klassiker. Und die gibt es in drei Größen. Und ich habe mir jetzt alle Größen gekauft, einschließlich der Schnapsglasgröße. Und lustigerweise, das Schnapsglas kommt aus Polen. Das mittelgroße Glas kommt aus Bulgarien und das ganz große Glas aus Russland. Ja. Also da kann ich sogar noch ergänzen, wir haben über die Jahre immer mal wieder diese Gläser gekauft, die ja im Preis irgendwie nach wie vor fallen. Ich meine, das günstigste waren irgendwie 49, wenn nicht sogar 39 Cent. Ich habe jetzt 40 Cent fürs große Und die kommen bezahlt. Tatsächlich aus unterschiedlichen Ländern, ja, auch in derselben Größe, war von Frankreich bis Bulgarien auch schon alles dabei. Also kannst du noch verschiedene Chargen schießen. Du kannst ja so eine IKEA-Glaslizenz beantragen. Kannst du im Keller schön Gläser gießen. Aus Pfandflaschen. Aber wo wir gerade so schön fachsimpeln, jetzt muss ich mal hier nach meinem Handy greifen, weil der Sommer, ich glaube, der ist schon wieder irgendwie ins Saugen abgedriftet. Wisst ihr eigentlich, was heute für ein Tag ist? Ich habe ja eben schon Datum. Also ich weiß, dass es Sonntag auch ist. Ja. Ich habe eben gesagt, so vor 124 Jahren hat der Kellogg da, nee, noch mehr, 100, was weiß ich, doch 124 Jahren hat der Kellogg das erste Mal die abstinenten Patienten mit Cornflakes gefüttert. Aber heute ist noch ein viel, viel, viel geilerer Tag und der Prollo hat eben schon ein Stichwort gesagt, deswegen will ich es jetzt auch nicht zu lange warten lassen. Was ist heute? Ihr kennt es alle, genauso wie die Cornflakes. Sogar noch geiler. Noch geiler als Cornflakes. Fällt einem ja kaum was ein. Tja. Beate-Huse-Tag? Da, fast. Das hätte gut gepasst. Nein, heute wird die Sendung mit der Maus 50 Jahre alt. Ja, sicher. Den ganzen Abend gestern geguckt. Also wir haben hier die Lindenstraße abgefeiert. Da muss man ja mal mindestens noch die Maus abfeiern, weil ich finde diese Sendung, seitdem ich denken kann, einfach nur geil. Und hier irgendwo steht auch, das ist mehr Generationen Fernsehen, weil tatsächlich
vom Großvater über den Vater bis zu den Kindern oder Mutter natürlich genauso, gucken das alle gerne nach wie vor. Bei uns definitiv der Fall. Ja, was fällt euch denn zur Maus dann so ein? Also habt ihr eigene Assoziationen mit der Sendung mit der Maus, irgendwelche Highlights persönlich? Wenn ich an dich denke, dann sofort Elefant, ne? Dann ist ja, ja, gut, ich auch. Okay, fangen wir mal mit dem Elefanten an. Ja. Der Elefant. Also die Sendung mit der Maus gibt es seit dem 7. März 1971. Seit wann gibt es denn den Elefanten in der Sendung mit der Maus? 5. Februar 83. Ich glaube, der ist irgendwie zwei Jahre später oder ein, zwei Jahre später, oder? Ja, ich finde jetzt gerade das Datum nicht, aber du hast recht. Der kam etwas später, aber nicht so viel später. Ich könnte noch ein paar Tipps abgeben. 73 hast du gesagt. Ja, so, also spätestens 73 war er dann, glaube ich, dabei. Also am Anfang hieß sie auch Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger. Seit 1972 hieß sie dann erst Sendung mit der Maus. Das ist so ein kleiner Need to know vielleicht. Was auch ein kleines Geheimnis ist, was gestern Abend gelüftet wurde in der ARD, ist, dass es, also ich weiß nicht, ob das nur eine Folge war, aber es war tatsächlich anfangs so oder mal so, dass die Maus auch selbst gesprochen hat. Die ist ja eigentlich stumm in der Sendung mit der Maus. Und da haben sie das dann eingeblendet und das war eigentlich total niedlich. Ja, hatte so ein bisschen was von Peanuts. Ja, also hätte ich ganz witzig gefunden, wenn sie es beibehalten hätten, aber. Also der Elefant ist 75 dazugekommen. Dann gibt es ja noch seit einigen Jahren eine Ente. Die gelbe Ente. Und was schätzt ihr, wann die gekommen ist? 90er? 87. Doch, ja, okay. Weil die Ente kenne ich schon als Kind. Die war plötzlich da. So, was fällt euch noch zur Maus ein? Hier ist noch so ein kleines, was eigentlich jeder, der das, das ist ja mit der Christoph und der andere, weiß ich gar nicht, wie heißt der Armin. Noch? Armin. Armin und Christoph. Und der Christoph, an dem ist ja was speziell. Der hat einen Schnurrbart, das findest du speziell? Nein, der trägt immer ein grünes Sweatshirt. Ja. Ist das so? Ja. Und das trägt er aber auch noch nicht seit immer, das trägt er seit 1988. Da haben die mal eine Sendung in einem Atomkraftwerk gedreht. Und da ging der Dreh über mehrere Tage. Dann musste er mehrere Tage hintereinander dieses grüne Sweatshirt anziehen, damit die halt nicht zeigen müssen, dass das verschiedene Tage sind. Und dann hat er sich 1988 überlegt, das wird jetzt sein Markenzeichen. Und seitdem trägt er immer ein grünes Sweatshirt. Und dann gibt es natürlich noch eine Sache beim Intro, die ist ganz besonders cool. Ja, die zweisprachige Sprache. Ja, genau. Ja, heute kam Klingonisch. Echt? Ja. Im Ernst? Ja, heute. Ich habe heute die noch nicht gesehen. Heute ist Geburtstagssendung, die lohnt sich sehr. Und das, bitte unterbrechen Sie den Podcast und schauen sich die Sendung mit der Maus an. Ja, weil ich gucke das wirklich jeden Sonntag mit meinen Kindern und heute war es irgendwie nicht in der Mediathek verfügbar, weil man guckt natürlich heute nicht mehr linear. Ich habe mal eine Recherchehausaufgabe für dich, weil mir fällt gerade spontan ein, dass die Maus vielleicht einfach deswegen nicht mehr spricht, weil Disney irgendwann Patentrechte angemeldet hat auf sprechende Mäuse im Fernsehen. Das würde ich mal gerne rausfinden. Das kann die nur noch mit den Kastagnettenaugen so klimpern, ne? Ja, der Ralf Kaspers, der hat ja sogar nachgewiesen, heute in der Sendung, ihr müsst hier wirklich gucken, das ist wirklich eine sehr gute Sendung heute. Die verlinken wir zur Mediathek. Er hat sogar nachgewiesen, dass die schon auf dem Mond war. Ja, der war ja auf jeden Fall, also auf dem Mond auch, ja? Auf dem Mond, die Maus war auf dem Mond. Weil die war ja, und nicht nur da. Auch, die ist hier auf der ISS gewesen mit dem Alexander Gerst, das ist ja, glaube ich, auch bekannt, auch in jedem Rückblick. Über 100 Sprachen haben sie schon in ihrem Intro gehabt. Stefan Raab hat natürlich damals den berühmten Hit gehabt und jetzt ist es, wie heißt denn der hier, der jetzt diesen Maus-Hit da hat? Mark Forster? Mark Forster, genau. Ja. Es gibt eine Gedenkmünze und eine Briefmarke und einen Orden kriegt die Maus. Also ich finde die Sendung total geil. Und um das abzuschließen, angeblich hat der WDR den Machern so einen unbefristeten lebenslangen Vertrag gegeben. Während die Lindenstraße eingestellt wurde, kann das angeblich der Maus niemals drohen, weil sie sozusagen unendlich weitersenden dürfen. Richtig. Ja, gut. Geil. Gut so. Bis irgendwann keiner mehr da ist. Ja, also ich weiß nicht, warum die Begeisterung hier hält sich so in Grenzen. Was ist denn hier los? Wir sind einfach zu lethargisch. Mehr nur die Sesamstraße geguckt. Das Bier ist noch nicht durch. Es ist sonnig, aber frisch. Nein, die Sendung mit der Maus ist genauso großartig, wie du es beschrieben hast. Also ich kann dir nur voll beipflichten. Ich habe jetzt kein persönliches... keine persönliche Lieblingsfolge oder so, wo ich irgendwas ganz speziell mit assoziiere.
Aber großartig. Ich muss zugeben, ich habe, glaube ich, diese Sachgeschichten, da habe ich diese ganzen Arbeitsschritte, die dann da erklärt werden, wie irgendwie, keine Ahnung. Die Löcher in den Käse kommen, das ist ja super berühmt. Ne? Wie kommen die Löcher in den Käse? Oder Ähnliches, die habe ich wahrscheinlich immer dann schon, als die Maus wieder ausgestellt wurde, schon wieder vergessen gehabt. Aber ansonsten ganz tolle Sendung, die ich auch heute noch gern gucke. Die hatten jetzt in den letzten Wochen jeden Sonntag so Früher-Heute-Geschichten. Ne? Dann haben sie immer eine Maus-Sendung von vor 50 Jahren gezeigt oder paar 40 Jahren und dann nochmal verglichen mit heute. Und dann waren, was weiß ich, Bahnwärter dabei oder so an Geschichten. Und dann hatten sie eine Sendung Verkehrs, das ist ja sowieso, der siebte Sinn ist ja eh ein Hit. Dann hatten sie so Verkehrsregeln. Und dann wollte so ein Mädchen, und so in Köln, Vater sitzt da, will doch, ich fahr noch schnell zur Tankstelle. Dann setzt sich das Mädchen vorne rein, sagt er, nee, du gehst nach hinten. Ne? Und dann ist sie nach hinten natürlich nicht angeschnallt. In der Maus wird dann so erklärt, Kinder müssen hinten sitzen. Und warum? Dann hat er halt, dann haben sie so ein gefaktes Kaninchen über die Straße gezogen und der Vater hat hart gebremst. Und dann ist das Mädchen so mit dem Gesicht so gegen die Nackenstütze geklatscht. Kinder sitzen hinten, damit die Nackenstütze als Aufprallschutz dienen kann. Da siehst du das Mädchen so einmal so gegen die Nacken. Ich habe mir die Szene dreimal angeguckt, weil die so witzig war, weil die meinen das natürlich ernst. Aber und dann haben sie natürlich gezeigt, heute ne, alles Hightech-Sitz und Seitenprallschutz und so weiter. Aber heute schlagen sich die Kinder dann an dem in der Kopfstütze eingelassenen DVD-Display wahrscheinlich dann einfach die Zähne aus oder sowas. Genau. Nee, aber also das wollte ich hier wirklich nochmal erwähnt haben, dass heute 50. Geburtstag der Maus ist. Ich finde das großartig. Ich liebe diese Sendung. Ich habe auch die Sesamstraße gut gefunden. Das war im Übrigen, das habe ich eben nicht erwähnt, wohl auch eine Reaktion auf die Sesamstraße. Das sollte so eine deutsche Sesamstraße im Endeffekt sein. Und ja, ich kann dann dem nur Positives abgewinnen. Der Sendung mit der Maus. Tja, dann machen wir das nächste Mal das Special zur Sesamstraße. Ja, wen fandet ihr denn bei der Sesamstraße gut? Da habe ich auch, da gibt es ja den Samson, die Tiffy und ich weiß ja, nicht. Oscar in der Oscar Mülltonne aus der Mülltonne. Ja, den habe ich der jetzt. Bibo. Ja, Bibo. Also fand ich den Samson gut. Von der Lebenseinstellung fand ich den Herrn Bödefeld irgendwie. Den gab es ja auch noch. Nostalgie. Herr von Bödefeld. Mhm. Graf Zahl und sowas. Ne? Count auf Englisch. Wobei ich diese deutschen Figuren, die dann in der Sesamstraße dazu gemixt wurden, das war ja diese Tiffy und Samson und auch die fand ich genau eher anstrengend. Also, ja. Also ich fand dann eher die amerikanischen Originale schon nochmal ein bisschen mehr Liebe zum Detail, wobei ich damals auch eher noch deutlich mehr so Muppet Show geguckt habe. Das fand ich nochmal eine ordentliche Spur anarchischer irgendwie. Ja, Muppet Show bin ich nie so eingestiegen. Ja. Fraggles habe ich gerne geguckt. Was ja glaube ich auch von dem Jim Henson kommt gebaut aus derselben ist. Ecke, aber, schon. Und kennt ihr noch, wo wir gerade erstmal den Ausflug in die Vergangenheit machen? Hallo Spencer. Ja, sicher. Hallo Spencer. Gab es auch so den, ich weiß nicht mal, wie die das Sidekick ist doch wie Sesamstraße auf Drogen letztendlich. Aber der Hallo Spencer, der hat immer so einen geilen Schlapphut. Immer so, hallo Freunde, ich so, hallo Spencer. Hat der nicht auch irgendwie so eine virtuelle Figur da gehabt? Zini oder sowas? Weiß ich jetzt nicht mehr. Zischte da nicht irgend sowas rum? Das kann sein. Das kann sein. Voll modern. Das hat mich jetzt wiederum verdrängt. Aber dann haben wir doch jetzt einen schönen Ausflug in die 70er gemacht. Und in den 70ern ist nämlich auch harter Übergang die Fahre St. Gregor in Burscheid bei Aachen oder Burscheid hängen geblieben. Die hat nämlich Post verschickt an die Gemeindefamilien und zwar jeweils an die Männer als Haushaltsvorstand. Nicht oder Nieren. Nicht oder erstens nicht oder Nieren, zweitens Grüße an die Gattin. Also von Onanie war, glaube ich, in dem Grußwort nicht die Rede. Das war, glaube ich, so als ein bisschen als Osterersatz gedacht oder irgend sowas. Und ist natürlich so ein, Ostergruß. An die 14.000 Gemeindemitglieder ist nicht so super angekommen, weil dass der Mann Haushaltsvorstand ist generell und die Frau auch da ist. Wenn man sie lässt, das ist ja auch schon jetzt so eine eher antiquiertere Haltung.
Und bizarr fand ich aber vielmehr so die Entschuldigung. Also erstmal ist natürlich ein technisches Problem, ja, kann man leider nichts machen. Ich zitiere, bei dem von der Kirche genutzten Programm würde nur der Mann in der Tabelle erscheinen. Die Namen der Ehepartner müssten von Hand eingebaut werden. Und aus technischen Gründen kann beim Adressaufkleber derzeit nur ein Vorname gedruckt werden. Also. Aus technischen Gründen, wie geil. Genau, ja, also die Kirche programmiert sich eine Software, ja, und gibt dann nur Männer. Richtig, ja, Programmanweisungen aus den 70ern und, oder vielleicht, wenn überhaupt, ja. Und die Gemeindemitglieder sind sich tatsächlich uneins. Also, dass das jetzt so Wellen geschlagen hat, finden einige kleinkariert. Andere sehen, wie ich finde ich zu Recht, ein strukturelles Problem in der katholischen Kirche. Ja. Was? Ein strukturelles Problem in der katholischen Kirche? Ja, genau. Nicht ernsthaft. Ja. Ich finde, die haben das voll im Griff. Ja, die Kirche hat auch kein Onanie-Problem. Wenn eine Organisation schnell auf Veränderungen im Umfeld reagiert und ihre Strukturen modern aufstellt, dann nur die Kirche. Aber man muss es auch mal positiv sehen. So in den guten alten 70ern, da konnten auch Frauen durch Heirat zum Doktortitel kommen. Das war dann direkt Frau Doktor. Siehste, finde ich gut. Mhm. Ja. Ganz genau genommen, ja, die Frau vom Doktor. Aber egal. Das ist ja, aber die hießen dann ja auch mal Frau Dr. Meier oder sowas. Ja, wohl wahr. Obwohl die nur mit einem Zahnarzt verheiratet war. Ich weiß nicht, ob es andersrum auch so war, wenn irgendein Depp eine Zahnärztin geheiratet hat, ob der dann auch Herr Doktor hieß. Der hieß dann Zahnarztfrau. Zahnarztfrau, genau. Es gab ja in den, das waren doch auch die 90er, als großartige diese ganzen Werbung. Zahnarztfrauen durch die Werbung liefen. Weil ja, Werbung, unfassbar. Ich weiß nicht, der Hintergrund war, glaube ich, dass Werbung mit Ärzten, wo die Ärzte auf ihre Funktion pochen, verboten war. Richtig. Aber das Prädikat Zahnarztgattin, das galt dann noch. Ich als Zahnarztfrau sage meinem Mann, Junge, trink nicht mehr so viel. Ja, genau. In deinem Alter. Genau, und lass die Finger von der Palme. Also um mal hier wieder zum was Seriösen zum Kommen. Das Ölius-Lager schmeckt gar nicht schlecht. Aber das ist doch schon mal was. Ja gut, es ist halt Ikea, ja. Es ist solide Standardqualität. Ja, praktisch. War jetzt aber kein Imbusschlüssel dabei. Ja, normalerweise müsste der Flaschenöffner eigentlich beigefügt werden. Ja, irgendwie sowas. Oder mit dem Imbus irgendwie aufzufummeln oben. Das wäre noch irgendwie witzig. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ja. Na. Leute, mal zu anderen Lebensmitteln. Was ist denn eigentlich, wenn, jetzt nehmen wir, ist eigentlich egal hier, könnt Prollo, Ben, Beef, alle mal mit überlegen, ja, ihr kommt nach Hause oder geht so durch eure Wohnung und da, wo eure Jacke aufhängt, hängt irgendwie so ein Ring Fleischwurst. Geht ins Bad, da steht ein Paket Zucker im Waschbecken. Ihr geht in die Küche, hängt ein Sack Kartoffeln direkt an der Schranktür außen dran. Was ist da los bei euch? Da geht meine Alzheimer-Warnleuchte an. Deine Alzheimer-Warnleuchte? Also bei mir ist so wie immer. Also erstmal fängt das bei mir damit an, dass ich meine Jacke nicht selber aufhänge, sondern als Haushaltsvorstand die natürlich aufhängen lasse. Ah. Wahrscheinlich werde ich jetzt heute Abend... Deine Frau stammt aus Burscheid, oder? Ja, so ungefähr. Nee, die stammt aus den konservativen USA, da läuft das noch so. Ja. Ich wollte mal einen anderen Tipp abgeben. Ich würde mal sagen, dann seid ihr mal wieder in einem Gedächtnispalast unterwegs. Könnt ihr damit was anfangen? Ja. Wie gesagt, Alzheimer. Ich träume da jede Nacht von euch nach Hause, komm, da hängt ein Ring frei, Fleischwurst. Der Hund. Nein, passt auf, ihr Unwissenden. Habe ich jetzt hier aus NTV und zwar sie haben eine Studie gemacht. Es gibt nämlich die Möglichkeit, es gibt ja so Experten, die sich besonders viel merken können, die nennt man hier in dem Artikel Gedächtnissportler. Und die haben eine bestimmte Methode und über diese Methode wurde auch jetzt eine Studie gemacht, inwiefern auch Normalos, also so Typen wie ihr, diese Methode zur Gedächtnisstütze für euch nutzbar machen könnt. Sag mal, ich wusste das alles, aber ich habe das vergessen. Ja.
Ja, ja. Das heißt, sagst du eigentlich wenn man normalos so Typen wie ihr? Ja, also ihr. Nur weil du mit Zahlen umgehen kannst oder was? Ja. Spacko da drüben. Ja, pass auf, Toni, ja. mach mal halblang, Toni. Ich komme hier jetzt zum Inhalt, bevor du hier zu vorlaut wirst. Es geht einfach darum, dass du hingehst und dir für bestimmte Dinge, die du dir merken willst, das funktioniert vor allen Dingen bei Dingen, die unzusammenhängend sind oder listenartig. Also zum Beispiel Einkaufszettel. Ja, du willst 10 Sachen mitnehmen und im Supermarkt und willst dir das irgendwie merken. So. Und dann musst du dir eine Route überlegen, die du in- und auswendig kennst. Das kann in deiner Wohnung sein, ja, muss jetzt nicht speziell, ich weiß nicht, ob ihr so Routinen habt, ich meine, ihr seid ja so manchmal so ein bisschen autistisch veranlagt, dass ihr da nach Hause kommt. Erstmal auf dann Klo. Und ja. Erstmal, genau, die ganz festen Routen habt, ja, irgendwie Jacke aufhängen, direkt aufs Klo, Hände waschen und dann erstmal in den Kühlschrank gucken. Fleischwurst aufs Klo hängen. Und so weiter. Es kann aber auch... Nee, du sollst ja beim Reinkommen schon die Wurst pellen. Aber nein, ist doch jetzt, verboten, sagt doch die JA. Mein Gott. Nee, jetzt pass auf. Es kann auch einfach der Weg zur Arbeit sein. Der dürfte ja bei den meisten jeden Tag der andere sein. Jetzt gut, haben wir gerade Pandemie. Ein bisschen ein doofes Beispiel mit viel Homeoffice. Aber theoretisch fährst du immer denselben Weg mit dem Auto, mit der Straßenbahn oder so weiter. Also du brauchst eine feste Route. So, und dann gehst du hin, die 10 Sachen, die du einkaufen willst. Du gehst diese Route dir im Kopf durch und überlegst dir dann total abstruse Orte, die aber du in- und auswendig kennst bei dieser Route, was weiß ich, du fährst mit dem Auto los, kommst erstmal an Zebrastreifen. Da liegt auf dem Zebrastreifen ein Karton Eier. Was macht der Karton Eier da? Egal, der liegt da. Du fährst weiter, kommst zur nächsten Ampel. Von der Ampel hängt runter ein Sack Kartoffeln. Gibt's doch gar nicht, Sack Kartoffeln. Also so ganz abstruse Beispiele denkst du dir aus für den kompletten Weg zur Arbeit. Und da nimmst du 10 Ecken, die du auch in- und auswendig kennst, weil du immer vorbeifährst, wo du diese Dinge, die du mitnehmen möchtest, also aus dem Supermarkt mitnehmen möchtest, die platzierst du da. So. Und je abwegiger das ist, desto besser kannst du es dir merken. Und dann hast du, ich habe es tatsächlich getestet, also es funktioniert wirklich. Wenn du eine feste Route hast und dir diese 10 Dinge an irgendwelche Stellen, die du kennst, die du in- und auswendig kennst, hinlegst in Gedanken, nur in Gedanken für die ganze Stadt. Du steigst nicht aus Beef und legst da dein Kotelett neben die Ampel, sondern du machst es nur wirklich im Kopf. So. Und dann, das funktioniert. Du kannst dann, wenn du im Supermarkt stehst, diese Route gehst du nochmal durch und kannst tatsächlich, du findest diese Gegenstände alle da wieder und das kannst du auch wunderbar in der Wohnung machen. Da hängt dann, was weiß ich, vielleicht das Kotelett über der Türklinke oder die Gurke ist da, wo du das Klopapier greifen willst, liegt die Salatgurke, was auch immer. Es funktioniert. Es funktioniert wirklich sehr gut und sie haben jetzt hier, um zum Artikel zurückzukommen, eine Studie dazu gemacht, inwiefern eben auch so Typen wie ihr das für euch nutzbar machen könnt. Die Rekordgedächtnissportler, die schaffen in 15 Minuten immerhin 410 Wörter oder Gegenstände. Das ist jetzt echt, hört sich schon sehr gut an. Aber sie sind zu dem Ergebnis gekommen, die Studie, das hat hier die Isabella Wagner von der Universität Wien gemacht, dass tatsächlich das auch bei Normalos funktioniert. Sie haben da 17 Top-Gedächtnissportler verglichen mit 17 Probanden ähnlichen Alters und ähnlichen IQ-Werts und haben noch eine Kontrollgruppe genommen und so weiter und haben das dann gecheckt mit 30-minütigen Trainingseinheiten an 40 Tagen und haben tatsächlich, und sie haben es sogar dann auch noch mit MRT-Scans und so weiter überprüft. Es funktioniert, also es lohnt sich auch für euch. Und damit das für euch auch nicht so trocken rüberkommt, will ich euch auch noch mitteilen, wie diese Methode heißt. Die heißt Loci-Methode. Das ist aus dem Lateinischen abgeleitet von Locus, Ort oder Platz. Also Locus, ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich eher so als stilles Örtchen, der Locus, ja. Also vielleicht könnt ihr euch das dann besser merken, wie die Methode heißt. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht mehr vergessen. Ja, wie gesagt, es funktioniert. Auf dem Zebrastreifen steht ein Locus, kann ich mir merken. Ja, genau. Aber endlich bekommen auch so Klassiker aus der Jugend wieder totale neue Bedeutung. Da gibt es ja diesen Porno-Ausschnitt, warum liegt hier überall das Stroh rum? Ja. Der ist wahrscheinlich nur ein Gedächtnispalast. Richtig. Der wollte in Tierzubehör gehen und für seinen Hamster Stroh kaufen. Und hat dann gedacht, so, ich stelle mir einfach vor, dass unter so einem Sicherungskasten da Stroh liegt. Da brauchst du aber für eine feste Route. Ohne geht's nicht. Und da kommen die Cornflakes wieder ins Spiel. Ja. Ich will die euch dann weich werden in der Milch. Ich will euch auch noch
auch noch verraten, warum das Ganze so gut funktioniert, also was sozusagen das Geheimnis, das Wissenschaftliche dahinter ist. Die Forscher sagen, dass durch die visuelle Vorstellung verschiedene Bereiche des Gehirns angesprochen werden, so dass man sich am Ende die Dinge besser einprägen lassen kann oder einprägt. Mhm. Also für unseren ehemaligen Kollegen Karl-Heinz Ballermann wäre das nichts, denn die schreiben ja auch kognitiv eingeschränkte Menschen, das haben sie zumindest, sage ich mal, nicht erhoben, inwiefern das auch bei denen funktioniert. Also bei Demenz jedenfalls, also das ist ja wieder ein ernstes Thema, da funktioniert es jedenfalls nicht. Hat ja Gründe, ich frage mich aber, ob man mit solchen Geschichten nicht auf Dauer, wenn du das irgendwie über 10, 20 Jahre jedes Mal beim Einkaufen machst, ob man dann nicht das Gehirn irgendwie zernudelt oder so. Weil du kaufst halt einfach viel Fleischwurst. Ja, kannst du überhaupt noch so unbedarft über einen Zebrastreifen gehen, wenn da ständig irgendwie eine Kiste Bier, Fleischwurst oder Stroh rumliegt? Ich hatte, meine Eltern hatten irgendwie so eine Kassette, wo damals, als Kassetten noch was Neues war, wo man Sachen aufzeichnen konnte. Und da war so eine kölsche Karnevalssendung. Ich bin auf einem Zebrastreifen über eine Flasche Whisky gefahren. Habe ich nicht gesehen. Die hatte der Kerl aber auch so tief in der Tasche sitzen. Ja. Wisst ihr, was in meinem Gedächtnispalast gerade so an der Zebrastreifenecke steht? Nee. Flasch Bier. Noch ein? Ja. Also, ja gut. Ich weiß, dass der Beef noch geladen hat und ich habe auch noch hier noch ein Geburtstagsgeschenk dabei. Ja, mach auf. Ja, was soll man denn machen? Also ich hätte hier was Belgisches im Angebot, Valdieu. Das ist die Blonde-Variante. Da gibt es auch verschiedene andere. Ist auch ein sehr schönes Etikett, okay. Ganz schlicht. Boah, das ist fein. Das ist aber, und die Flasche ist klein, so klein und stumpig. Also das muss irgendwie. Ich kann das auch sehr empfehlen. Schmeckt auch wirklich gut. Also ein ganz feines Bier. Aber das muss ich so öffnen, weil ich sammle ja Kronkorken, dass man die Kronkorken nicht kaputt macht. Ja, dann würde ich das mal weitergeben. Oh, das sieht sehr, sehr vornehm fast aus. Oh. Oder ja, da hast du auf oder so. Ich hab. Meine Fresse. Blond. Einer der schönsten Kronkorken, die ich lange gesehen habe. Meine Güte, und die Flasche erst. Ja, die Flasche ist auch. Beschreib mal einer die Flasche. Also, das ist ja fast ein Kunstwerk da vorne drauf. Valdieu. Das ist wie so ein Kirchenfenster fast, ja, das, ne, Etikett, von der Form, das, ja. Das Etikett, das sind halt irgendwie, also wenn man zwei Kreise mit einer knappen Schnittmenge übereinander, also, ja, so genau, einer oben, einer unten, knappe Schnittmenge so übereinander legt und dann ist da eine Kirche mit Kreuz, also weiß ich, ein Kloster vielleicht. Und da drüber, das sieht dann aus wie so ein Kirchenfenster. Diese. Ja, und wo ist die Kirche oder das Ding? Das ist in der Schnittmenge. Also das ist quasi die beiden zusammengeführten Welten. Da steckt die Kirche oder der Klosterbrau. Und wie heißt das Ding? Ich bin jetzt tatsächlich kein Katholik. Also wie heißt das Ding, dass die Kardinäle so auf dem Schädel haben? Diese Bischofsmütze. Diese Na, Mütze, gut, die Kardinäle wahrscheinlich nicht. Oder die Bischöfe. Oder was aber diese, stimmt, diese Kopfbedeckung. Das ist dann quasi dann da drüber noch. Also es ist in verschiedenen Schichten zu sehen. Man kann es aber auch einfach trinken. Das hat der Kardinal in der Birne, ja? Ja, das hat er in der Birne, und zwar vor der Messe. Geht mal bitte mit dem Finger hier über dieses Kirchenfenster oder was das ist. Ja, das ist sogar noch mit Relief, ne? Also, erhaben, Wahnsinn. Gedruckt. Ja, ja. Also das ist, also wo kriegst du denn so ein Bier? Alter, ein dickes, schönes Papier. Also soll ich jetzt, ich könnte jetzt eine Riesengeschichte ausmachen. Ich könnte es auch ganz mir profan. Die Flasche mit. Ich hab's im Hit geholt. Im Hit? Oh, Scheiße. Jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. Tut mir ja auch leid. Aber wohl sein. Ich bin in das Tal des Gottes gefahren, ja, Valdieu. Es schmeckt auch noch. Also wie gesagt. Also ich Prost. Gib mir mal die andere Flasche zurück, bitte. Warte mal, hier, Prollo. Kommt zum Hit oder was? Was denn? Für die Hörer und Hörerinnen muss man noch ein Foto machen. Mit 6% ist es auch ordentlich dabei. Ja. Ist auch noch haltbar. Ja, ich habe es ziemlich frisch geholt. Also wenn ich könnte jetzt parallel, während ihr das noch mit den Etiketten abarbeitet, nochmal was schreiben, berichten. Ja, das habe ich auch aus der Zeitung genommen. Ich fange mal so an. Also es gingen mehrere Menschen mit einem Schlachtermesser auf eine Gruppe los und simulierten wohl einen Überfall und einer der Angegriffenen zog daraufhin seine Waffe und erschoss einen der Angreifer mit dem Schlachtermesser. Jetzt keine Überraschung, das ist in den USA passiert. Und soweit so normal, sage ich jetzt mal vorsichtig, in Nashville konkret. Das Dumme dabei ist nur, dass der angreifen wollte oder angegriffen hat, dass das tatsächlich ein YouTuber war, der ein Prank-Video gemacht hat.
Und das ist jetzt aus seiner Sicht ziemlich dumm gelaufen, weil er ist tatsächlich sowas von verdient. Also ist er derjenige, der dann auch getroffen wurde? Er ist erschossen worden, genau. Okay. Also der dann quasi, der 20 Jahre alte Timothy Wilkes, wollten da quasi auf so einem Indoor-Trampolin- und Kletterpark, wollten eben ein Prank-Video aufnehmen und sind dann mit diesen erhobenen Schlachtermessern auf eine Gruppe losgegangen. Und einer der Angegriffenen, USA ist man ja auch im Trampolinpark immer gut bewaffnet, weil sonst geht's ja gar nicht. Und der hat dann einfach diesen Wilkes erschossen. Ich bin jetzt tatsächlich kein Freund von diesem ganzen Waffenbesitz, aber ja, so ganz fürchterlich verdenken kann ich es in dem Fall auch nicht. Also wenn einer mit dem Schlachtermesser auf mich losgehen würde, würde ich zumindest auch überlegen, was kann ich dagegen tun? Und ja, wie gesagt, und da geht es halt um so Prank-Videos. Was ist das jedem von euch ein Begriff, was da geht? Also Verarschung. Ja, es sind so tatsächlich. Ne? So. Ja, es ist tatsächlich im Das Sinn ist so ein von, bisschen eine hippe Form von Verstehen Sie Spaß, ja? Ja, aber. Ja, eher sehr hippe Form. Also, es ist tatsächlich. Also, bei Prank-Videos geht es letzten Endes darum, dass man Personen, die irgendwie. Also, man versucht, ahnungslose Passanten irgendwie dramatisch zu irritieren durch irgendwelche vorgetäuschten Aktionen. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Genau. Und aber in einer unwitzigen Version, in dem Fall, also das geht durchaus relativ weit. Und es ist halt eben nicht immer nur witzig, sondern es soll halt auch schockieren. Und der Witz ist dabei, dass eben diese YouTuber, die das dann ins Netz stellen, dann, dass das für die durchaus auch eben eine ganz einträgliche Einnahmequelle Absolut. Ist. Absolut. Also meine Kinder lieben diese Prank-Videos. Die lieben sie wirklich. Und ich habe immer nur gedacht, also ich habe mich immer gefragt, wenn das wirklich das Opfer, das geprankte Opfer nicht weiß, warum hat der YouTuber dann noch nie Schaden genommen? Also das ist jetzt die Bestätigung eigentlich all dessen, was ich schon lange denke, weil das sind ja teilweise schon krasse Pranks, Absolut, die da machen. Krass. Ja, ja, genau. Also ja gut, aber diejenigen, die Schaden genommen haben, haben ja keine Möglichkeit mehr, das hochzuladen hinterher. Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Also wenn du das Gebiss im Hinterkopf hast, dann lädst du kein Video mehr hoch. Vielleicht könnt ihr mir ja das ein oder andere Beispiel noch erzählen, wenn ihr die Videos kennt. Ich möchte nur, bevor du das erzählst, nämlich darauf hinweisen, dass ich so Sachen wie Jackass früher gemacht hat, wo dann plötzlich einer im Gorilla-Kostüm jemanden im Supermarkt anspringt. Ja. Das finde ich witzig, ja. Aber das ist ja die Mutter der Prank-Videos wahrscheinlich. Also die haben, Jackass hat auch diesen einen Prank, dass sie so ein Dixie-Klo neben eine Bushaltestelle gestellt haben. Dann haben sie diesen 2 Meter dicken Typen da reinlaufen lassen. Der hat dann tierische Verdauungsgeräusche gemacht und dann im Bauarbeiter Blaumann. Und dann kam der Kleinwüchsige, den sie auch im Team hatten, im gleichen Blauarbeiter-Blaumann wieder rausgelaufen. Und die Leute haben dann geguckt so, oi, 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 oi. Aber mein Lieblings-Prank-Video, das habe ich, glaube ich, schon mal dir zumindest erzählt, da haben sie eine Bahnunterführung komplett mit so gefakten Spinnennetzen zugeklebt. So riesige, übermenschliche Spinnennetze, haben dann auch so spooky Licht und Nebel da reingemacht. Und dann auch noch Menschen in diese Spinnennetze geklebt. Und dann kamen Leute halt, die einfach diese Bahnunterführung benutzen wollten, da runtergelaufen. Dann haben sie noch einem Dackel ein riesiges Spinnenkostüm angezogen. Und er kam dann so auf die Leute zugelaufen. Und die sind dann alle da teilweise richtig übel auch aufs Gesicht gefallen, als sie die Stufen wieder hochrennen wollten. Das sind dann so Pranks. Ja, okay, aber also das an sich witzig, aber nicht so witzig, dass die Leute dann mit dem Gesicht auf die Stufen knallen. Also ja, das sieht man dann nicht. Also offensichtlich kommt da, also es geht nicht darum, dass Leute sich da verletzen, glaube ich. Das wird dann immer gesagt, dass niemand zu Schaden gekommen ist oder so. Aber ich habe mich das halt oft gefragt, ob da nicht auch zigmal irgendwas schiefgegangen ist. Ja. Ja, es geht halt, ich glaube, im Wesentlichen geht es erstmal um dieses Schockieren. Also wie gesagt, das kann mal witzig sein, das kann aber eben auch mal unwitzig sein. Es hat halt einfach nicht jeder Humor. Ja, aber sorry, wenn einer mit einem Messer auf dich zuläuft und nur eine Wumme hast, halt kennst du das ja auch nicht so. Also, wenn du das Messer im Bauch hast, sagst, oh, war gar kein Prank. Ja, ja, ist auch nicht so. Das ich dachte, das wäre ein Prank-Video. Also, gerade in den USA sowas als YouTuber zu machen, ist natürlich schon ziemlich bescheuert. Ja, rein juristisch wäre ja sogar in Deutschland der Schütze freizusprechen. Also, das ist ja selten doof, mit einem Messer auf jemanden zuzurennen, sich zu wundern, dass man erschossen wird. Ja, also völlig d'accord. Ich finde es halt zumindest verprügelt, ja. Ich finde es halt irgendwie auch. Also ich, wie gesagt, mir entgeht auch so ein bisschen das, was man daran gut finden kann. Das ist aber auch, glaube ich, so ein grundsätzliches Problem.
Ich habe hier nochmal so einen anderen Artikel, der ist dann auch da verlinkt entsprechend. Da geht es halt drum, das waren so zwei Engländer, die haben das auch schon mal gemacht. Das ist auch so ein klassisches Prank-Video, was eben so Grenzen überschreitet und weit jenseits von irgendwie verstehen sie Spaß und Co. Ich zitiere einfach mal. Zwei Freunde haben eine Autopanne und werden entführt. Die fremden Männer bringen sie weg von der Straße. Dann zieht einer der Entführer eine Waffe und erschießt eines der Opfer. Sein Freund schreit in Todesangst, bricht in Tränen aus. Der vermeintlich Tote steht auf, lacht. Sie haben dem Freund nur einen Streich gespielt. Just a prank. Das ist also quasi ein Prank-Video, wo ich denke, also ich kann den Witz halt nicht so richtig finden. Und wie gesagt, das waren Engländer, die haben da quasi das in 2016 oder 17 ist das irgendwie rund gegangen. Und ja, das ist halt so ein bisschen, das ist so diese dramatische Grenzüberschreitung halt. Ne? Das ist doch auch irgendwo immanent, ne? Weil die wollen sich ja wahrscheinlich gegenseitig übertrumpfen, na ja, klar, mit den Schockmomenten. Genau. Und ich weiß, dass auch viel geprankt wurde rund um diese ganze Horrorclown-Geschichte, ne? Das waren ja auch so. Und da ist auch ja, mal irgendwann richtig in Amerika so ein Horrorclown erschossen worden, wo es dann auch hieß, der war eigentlich nur, der wollte auch nur jemanden erschrecken und hat dann halt eine Kugel gefangen. Und da habe ich dann auch gedacht, ja, selber schuld. Also ich meine, wenn die Leute sogar da Angst vor haben und das so ein Phänomen ist, dann sollte man vielleicht auch einfach mal ein bisschen nachdenken, bevor man das macht. Andererseits hat es aber Millionen Klicks. Das ist ja wiederum der andere Punkt. Ne? Also es gibt halt auch einfach extrem viele, die das sich offensichtlich angucken und dann irgendwie doch wieder sich zu Gemüte führen und dann wiederum irgendwelche anderen vermeintlich pfiffige YouTuber dann animieren, dann sich doch wieder ein tolles Prank-Video auszudenken. Wie gesagt, was dann möglicherweise mal in die Buchse geht. Also hier, dumm gelaufen. Ja, und für mich ein Beispiel dafür, welche Kreise sowas ziehen kann. Also auch wie schwachsinnig oder wie diese Klicksucht und natürlich auch das Monetäre, was dahinter steht, zu was für einem Scheiß das führen kann. Wenn ich jetzt, also mir ist irgendwie spontan eben, auch wenn das eine ganz andere Kiste ist, die Geschichte eingefallen von dem Mädel, minderjährigen Mädel in Italien, die sich, weil es irgendwie auf TikTok da irgendeine Challenge gibt, wo die Leute sich selbst irgendwie strangulieren, die dann ums Leben gekommen ist, weil sie sich quasi selbst erwürgt hat, bloß um so an so einer TikTok-Challenge teilzunehmen. Also sorry, aber diese Filmchen, also da ist ein schmaler Grat zwischen witzig und einfach nur vollkommen Banane. Und also manchmal fragt man sich wirklich, wofür das Ganze überhaupt gut ist. Für TikTok ist es gut. Ja. Also das ist der wesentliche Punkt. Nur wieder gut dafür, irgendwie irgendwelche Klicks und Likes und Asche einzukassieren. Ja, willkommen im Internet, sag mal. Ja. Ist für den noch Neuland. Ja. Ja, Prollo. Wenn wir mal ins Internet gehen mit unserem Podcast, dann wirst du sehen, dann räumen wir auf. Wo ist das eigentlich? Was, das Internet? Das kannst du googeln. Das ist Google Maps. Ich dachte, es steht bei dir im Keller. Internet. Polo. Ja, aber ich finde es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe so viel Krempel im lange Keller. Lange den Keller nicht aufgeräumt. Ja. Unangenehm. Ja, also dein Bier hier schmeckt sehr gut, muss ich sagen. Aber das ist schon schwer, ne? Also es ist halt eine Spur stärker nochmal. Ne? Es hat jetzt nur 6, also es gibt tatsächlich von diesem Val d'Ieu noch verschiedene Varianten. Eins hat 11% oder so, da kannst du auch eine Flasche Wein trinken. Also das ist dann irgendwie... Aber die Haptik von der Flasche ist zwar so ein normales, so ein Stubbi-Format, aber das Etikett ist schon grandios. Wie gesagt, bei meiner nächsten Exkursion nach Belgien bringe ich dann auch mal diese 0,75er Flaschen mit, die dann eine Bierflasche, wo die quasi wie so eine Sektflasche aussieht, ganz traumhaft. Ja, ich finde, wir könnten auch mal, wenn jetzt wieder irgendwann der Spuk hier vorbei ist, uns in so einem... Bierladen aushalten lassen, behaupten wir seien Leute aus dem Internet, die einen Podcast machen und wollen uns mal durchs Regal saufen. Genau, und dann nennen wir das einen Prank. Ja. Nee, das ist eine gute Idee. Und wir können den Podcast, wir sollten den dann künftig mit dem Fahrrad machen. Nicht mehr mit dem Bus. Besser ist das. Ja. Ja, also ich bin ja ungern hier der Quartermaster, aber in 30 Sekunden ist die Stunde voll. Also wenn ihr noch was Geiles zünden wollt, dann jetzt, meine Lieben. Es gucken schon alle zum Sommer rüber. Ich habe tatsächlich ein Bier geschenkt bekommen mit dem Kommentar, das kannst du mit deinen Jungs aus dem Podcast trinken. Schönen Dank, Mukta, aber also, ich fürchte, ihr seid ja noch genauso wie ich an dem Val d'Ieu zugange. Also ich dachte, es kommt jetzt aber der Nachsatz, ist abgelaufen. Das ist top frisch, super gekühlt.
Das ist das ist jetzt kein großer Bericht oder sowas. Also ich weiß nicht, wie es euch ging jetzt auch. Wie gesagt, Corona-Pandemie, tralala, jetzt Öffnung und der eine mehr, der andere weniger. Und hier wird dieses und da wird jenes geöffnet. Und es war ja das Riesendrama jetzt, dass jetzt die Friseure wieder öffnen durften. Ich weiß nicht, auch die, da muss ich mal so ein bisschen Richtung Presse im weitesten Sinne und auch mediale Berichterstattung, ging es noch einem außer mir unfassbar auf den Keks, wie dieses Friseurthema hochgehypt wurde. Und ich hoffe, du hast diesen Artikel dabei, weil den habe ich nämlich gesucht oder ich habe auch noch drüber gesprochen, gestern Mittag, dass irgendwo, vielleicht ist das genau dieser Artikel, dass Friseure angeblich wichtiger für die mentale Gesundheit sind als Psychologen oder irgendwie sowas in diese Richtung. Also das habe ich jetzt nicht, ich habe nur... Also, ja gut, das gilt wahrscheinlich, also für diejenigen, die nicht zum Psychologen gehen, die gehen natürlich dann tatsächlich öfter zum Friseur als zum Psychologen. Ja. Ich will auch nicht verleugnen, dass ich bereits am letzten Mittwoch dort war. Psychologe oder Friseur? Na, so, das definiert doch den Menschen, dass er sich über die Zustände aufregt, dann aber letztendlich doch davon profitiert. Ja? Ich habe mir natürlich schon vor Wochen meinen Online-Termin geben lassen und bin dann dahin. Ja? Sieht auch so ein bisschen wie so ein Kassenschnitt aus. Also so. Nö, es musste schnell gehen. Ja, gesetzlich. Das hättest du nicht sagen sollen. Ich dachte, du gehst noch. Ich gehe noch, ja. Nee, das ist auf jeden Fall kurz. Das reicht doch. Aber kennt ihr denn dieses tolle Stück von, was über WhatsApp rumgeschickt wurde, was an Genscher angelehnt ist, zum Haare schneiden das? Sonst spiele ich das mal gerade ein. Ich habe das rausgesucht. Pass mal auf jetzt hier. Moment. Um Ihnen mitzuteilen, dass ab dem 1. März Ihr Friseurbesuch... Sehr schön, ja. Ja, das passt. Ja, aber das ist... Ja, ich finde das halt bizarr irgendwie, ne? Also ja. Ich meine, ich habe auch witzigerweise, also genau wie du, ich habe den Artikel jetzt auch gelesen, ich habe jetzt hier noch einen anderen Artikel, da geht es um Schaf, was 30 Kilo Wolle drauf hatte und dann gefrisiert wurde. Und so ganz, die auch nicht frisiert werden, die Schafe? Weiß ich nicht, das war in Australien, glaube ich, irgendwie. Und da war das Schaf Barak, das war aber mit Doppel-A geschrieben, also jetzt keine Verwandtschaft mit irgendwelchen Ex-Präsidenten. Aber da waren 30 Kilogramm Wolle drauf und die Wolle überwucherte Ohren und Augen und lediglich ein Fressfenster für die längliche, nackte Schlauze blieb frei. Das Tier sah aus wie ein verfilzter Riesenpudding. Das stimmt auch, da ist ein Bild dabei, es ist wirklich kein Spaß. Da haben sie 30 Kilo Wolle runtergeschubst und fast wie beim Prollo letzten Dienstag. Ja. Und soweit war es ja bei den allermeisten noch nicht, die beim Friseur waren. Ich habe jetzt ja keine, nur wie gesagt, ich fand auch, das Thema wurde schon wirklich massiv und da habe ich wirklich überlegt, ob es ein extrem geschickter Schachzug von Merkel und Co. war, das so quasi dem Volk, also als Opium hinzuschmeißen, zu sagen, hier komm, jetzt dürft ihr Friseure und Ruhe ist. Nein, das ist und wirklich, wir haben drüber gesprochen und Friseure haben angeblich laut irgendwelcher Studien liefern einen größeren Beitrag zur mentalen Gesundheit eines Menschen oder eines Durchschnittmenschen, also Normalos. Also alle außer Sammer. Alle außer Sammer. Ja. Als ein Psychologe. Ja. Also drei Friseurbesuche sind ungefähr ein Puffbesuch, wenn man es umgerechnet. Oder eine ganze Therapie von der Kasse bezahlt. Und ich fand's, ich fand es auch übertrieben. Das kann aber auch daran liegen, dass meine Frisur sehr pflegeleicht ist. Ich fand allerdings auch witzig, beim ersten Lockdown ging mal so auch viral so ein Twitter-Bild von irgendeinem Typen, der da seine Matte zeigt und nur darunter schrieb, wann wieder Friseur, Frau Merkel. Das fand ich irgendwie ganz humorvoll. Aber ja, diese übertriebene Diskussion darum und dass dann teilweise auch irrsinnige Summen dafür geboten wurden, dass man da einen Schwarzschnitt bekommt und so weiter. Ja, aber andererseits, wenn dann schon die Schafe so aussehen, wie der Beef das geschildert hat, ja, das ist schon auch Tierquälerei. Ich finde, da muss man dann auch irgendwann mal einschreiten. Ja, aber die meisten hatten ja nicht so eine Wolle auf dem Kopf jetzt, die beim Friseur waren. Also wie gesagt, mich hat es nur unfassbar genervt, dieses ganze Thema. Und ich denke, Leute, ey, gibt's sonst, also wenn wir sonst keine Sorgen haben, dann ist es doch ein relativ sorgloses Land. Ja gut, ja, auch die arme Friseur. Sophie Scholl damals, ne, konnte nicht zum Friseur gehen. Genau. Und aber Diana aus Kassel hat das haarscharf erkannt, dass sie da in einem Boot sitzen. Genau. Ja. So. Okay. Sag mal. Ja. Quickie Time. Ich komme hier mit einer ganz kurzen Geschichte um die Ecke.
in Südafrika passiert. Gibt es ein schönes Video zu, was ich empfehle an dieser Stelle. Frau geht einkaufen im Supermarkt, ich weiß nicht, ich schätze mal so zwischen 30 und 40, im Kleid, in einem langen Kleid, sommerlich, aber langes Kleid, und hat keine Maske an. So, sie wird dann irgendwie angesprochen von irgendjemandem aus dem Geschäft, soll sich bitte eine Maske anziehen, und es entsteht ein Streit. Sie soll gehen, wenn sie keine Maske anzieht. Was macht sie? Zieht sich ihre Unterhose aus und zieht sich dann ihre Unterhose als Maske über den Kopf. Herrlich. Herrlich, ja. Also es sieht ziemlich scheiße. Warum liegt hier das ganze Stroh rum? Es sieht ziemlich scheiße aus. Es sieht ziemlich scheiße aus. Ich habe mich nur gefragt oder habe mir nur gedacht, wie gut, dass sie jetzt nicht so einen extremen Stringtanga anhatte. Sonst wäre das irgendwie nicht möglich gewesen. Aber jedenfalls eher irgendwie dann doch eine etwas eklige Maske. Eine andere Kundin, die stand da und die klatschte höhnisch, ich weiß jetzt nicht, wie es gemeint war, zustimmend oder du doofe Kuh. Aber ja, so kann man das Maskenproblem jedenfalls auch lösen. Hm. Ja. Wie kann man höhnisch klatschen? Das ist deine Hausaufgabe, Beef. Ja, nächste Woche. Arbeiten. Du kannst, kannst du mal eine Woche üben. Ja. Nee, ich klatsche mal ein bisschen höhnisch. Ja, ich muss also langsam quasi. So Doom-Klatschen ist das dann quasi. Doom. Wie Doom-Metal, so langsam. Ja. Sehr schön. Ja. Aber es, ja, hier gelten ja Alltagsmasken, ist, sind ja auch schon nicht mehr ausreichend. Ja, da muss es dann eine medizinische Unterhose sein. Wahrscheinlich so eine, wie heißen die so? Vom Tesla genau. Da, die Latex-Hose. Ja, die medizinische Unterhose mit Eingriff oder... Seiteneingriff? Ja. Ja, keine Ahnung. Windel, heißen die nicht Erwachsene-Windel? Ja. Nee. Ah. Na gut, also das, ich habe jetzt irgendwie so Bilder im Kopf. Ich bin jetzt ganz blockiert, muss ich gestehen. Denk an die Fleischwurst an der Garderobe. Ich weiß aber noch nicht, was in meinem Gedankenpalast jetzt als nächstes kommt. Was also denkst du, wie ich die anderthalb Stunden hier immer mit mehreren Bier aushalte? So ganz entspannt. Ja. Ja gut, ja gut. Also, hat wieder Spaß gemacht. Ich ziehe mir jetzt die Ungebutze über den Kopf, weil mir eingefallen ist, dass ich gar keine Maske dabei habe. Du kannst auch einfach eine Maske als Unterhose tragen, wenn ja, die Wäsche noch nicht durch ist. Der Übergang ist fließend. Es gibt ja auch Bilder, will ich jetzt gar nicht sagen, aber es gibt ja theoretisch auch Bilder, wo Leute Masken als Unterhose tragen. In eine FFP2-Maske kannst du auch reinkacken. Aber... Musst du aber nicht. Ja. Ben, kannst du an dieser Stelle bitte abbrechen? Ja, ich glaube auch. Dem Brollo bekommt das Waldieu nicht. Und bevor wir sagen, statt Waldieu, mon Dieu, genau, gehen wir mal in die wohlverdiente 2 Wochen Pause. Ich wünsche euch was. Au revoir. Tschüss. Macht's gut. Ciao.